Willkommen zu einer weiteren Session von Mars. Wir sind jetzt in Greenwood, glaube ich, hieß der Ort. Steht hier nicht mal. Das ist toll. Wir sollen uns mit dem Widerstand treffen. Ich glaube, hier oben sind wir lang, ne? Mal gucken, wann hier die ersten Gegner kommen. Komisch, dass wir überhaupt bisher gar keinen Bewohner hier sehen. The access looks blocked for the moment. Ja. Dann erzähl mir mal, wie ich da rüberkommen soll. Oder komme ich von Siedlung zu Siedlung und dann immer rum? Kann natürlich auch sein. Komme ich denn daran? Ah. Es ist wirklich sehr, sehr merkwürdig, dass hier gar keine Sau weiter ist. Okay, haben wir jetzt noch irgendwie... Nicht mal Gegner sind irgendwie da. Hallo? Oder sind die alle arbeiten? Kann natürlich sein. Ah, das ist erst die richtige Siedlung, wo die wohnen, oder was? Hier höre ich zumindest Stimmen. We wanted tamed mutants, not a bunch of wild beasts or damn robbers. We should just make an example of them. Kill them. That's all they deserve. Hi. Sorry, but it's not exactly a good day for us. What's going on? Those bloody mutants stole some of our food. Not like we produce much, anyway. It's going to make things really hard. They deserve to get put down, damn animals. As if they didn't have enough with what we give them. Vielleicht kann ich was tun. I can go see them, work this thing out. That would be great. We need to get back what they stole and punish them. We can't let them get away with it. But,
If you could avoid killing them, just teach them a lesson. I got a bit carried away earlier, but we need the labor. Roy, I find this man a little too extreme. Maybe we should try to know more before we do anything. Gut. I'll do my best. Industriekomplex, aha. Munition, das sehe ich gerne. Ein Händler. Ich hoffe, wir kriegen hier vielleicht mal eine bessere Waffe oder sowas. Oh, wie komme ich denn? Komme ich da rum? Okay, was sagt denn die Map? Händler? Ach, mit ihm kann man auch sprechen. Von wo bin ich denn jetzt überhaupt gekommen? Ich glaube von hier, ne? Händler, mein Freund. Hey, a new face. On your way to rebuild the farm? Need equipment? Irgendwelche Gerüchte? Many interesting rumors. Bah. A really important group of technomancers showed up here not too long ago. But maybe you already knew that. They're doing something around a work site. Nobody knows too much about what they're doing out there, but we hear noises. They're digging. People are wondering what they're looking for. Okay, dann zeig mal, was du hast. With pleasure. So. 12 Damage. 15. Es gibt nichts Besseres als die verdammte... Ah, sehr gut, eine Stahlstange. Kaufen, please. Elite-Uniform. Würde ich natürlich auf die 25 Heilung verzichten. Technikerkleidung. Hat aber zumindest 3% mehr Reduktion. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich glaube, ich werde erstmal unsere Waffe aufmotzen. Was haben wir darauf gemacht? Sehe ich das irgendwie noch? Königsklauen und Rutschfest. Sechsundzwanzig mehr? Wäre ein wichtiger Chance auf Verwundung. Ach, da brauche ich Rotkomponenten für. Interessant. Vielleicht haben wir noch was. Ich verstehe nicht, dass Schaden der was? Was heißt das? Da mache ich erstmal die Kriegsaxt drauf. Mehr Schaden, plus 11%. Oh, 29 Schaden.
31. Nee, warte mal. Scheiße, plus 5. Ah, ich habe hier unten immer geguckt. Naja, zumindest ein bisschen. Unser Kupferrohr können wir erstmal verkaufen. Hey, you're back. Schon. With. Kupferrohr. Tschüss. Die Eisenstange eigentlich auch. So, Lederuniform, Technikerkleidung oder die Elite-Uniform? Mit dem Elektroschaden ist eigentlich auch sehr gut. Ich glaube, den nehme ich erstmal, die Elite-Uniform. Andererseits haben wir jetzt gar keine Regeneration dann drin. Oh, scheiße. Also kaufe ich die Technikerkleidung. Zehn und 18. Da mache ich da wahrscheinlich Techno-Krieger drauf. Achso, ich kann hier mehrere. Okay. Dann machen wir hier Techno drauf. Gesundheitsregeneration plus 0,10. War ja nicht irgendwo was anderes noch? Mit mehr? Ah, ne, doch nicht. Nochmal. Gesundheit, zack. Hey, you're back. Seeing you're a pretty nice guy, for you it's cheaper. Ja, ja. Okay, dann verkaufen wir mal unsere Arbeiterkleidung. Zack, und die Wachuniform kann eigentlich auch weg. So, da geht's im Widerstand. Hier haben wir aber noch einen Gesprächspartner, nie? Yes. You want something? Wegen der Mutanten. What can you tell me about the mutants here? But they still complain, but we're used to it. It's true, we should maybe give them a little bit more food. They do good work when they want. I say a mutant is like a cow. If you want it to work well and give you milk, you've got to feed it. But there's guys here who don't particularly like the mutants. Die zerstörten Pflanzen. You know that the crops were destroyed? Of course I heard about it. The moles apparently, that's a weird story. Moles just don't go into human structures. They got to smell the water, see? And here, all the water from the crops is recovered in small canals, just below the surface. They shouldn't be able to smell it. I gotta go. Bye. So. Hier waren wir schon. Und irgendwo vor uns. Ja, Tolerance. Aber vorher gucke ich mir den Gang hier noch an. Wo nichts ist, doch.
Gut, dann machen wir wieder ein Folgenpäuschen. Spitze, danke, Mädchen. Wie ist denn?